Er ist an einem für euch denkbar schlechten Ort. Klar, können die mich jetzt hier auch treffen, kann man ja sagen. Ja, können sie auch. Aber ich habe unendlich Schuss. Ich verschwende doch an dir jetzt keine Munition, weil ich das nicht machen muss. Ja, immer noch am Maschinengewehr. Gut, das habt ihr verstanden, dass ich hier in einer Position bin, die euch nicht gut gefällt. Das waren drei, da ist noch einer. Ey Leute, ich habe kein Problem damit hier zu sein. Du, ich habe meine Cryvision ist noch nicht wieder fertig. Auf die muss ich sowieso warten. Meine Panzerung habt ihr jetzt schon wieder kaputt geschossen zum Großteil. Leider, ich hoffe, da liegt wieder genug. Boah, das ist auch so nervig, ne, dass sie das immer wieder kaputt kriegen direkt. Aber nett zu wissen, dass da noch einer ist. Jetzt die Frage, kommt der freiwillig raus? Nein, ich glaube nicht, ne? Die Frage, hat er das schon gehört und das reicht ihm, oder möchte er dann doch ein Duell haben hier? Ich meine, gespeichert haben wir ja, wir müssen das hier definitiv nicht nochmal machen. Wenn er mich gesehen hat, dann kommt er bestimmt jetzt raus. Weil, als wenn ich jetzt, wenn ich jemanden sehe, der in meine Anlage eindringt, den dann nicht verfolge, wenn der mich kaputt machen will. Na los, komm. Du willst auch raus. Zu deinen Partnern da. Die auch nicht mehr da sind. Du bist schlau, ne? Du weißt, dass hier draußen eine Maschine steht, oder? Tschüss. Ja, das. Der hat den Trick verstanden. Der Rest von deinen Kollegen nicht so. Oder halt auch doch nicht. Vielleicht hat er den Trick auch verstanden. Und war nur ein bisschen von den Mutanten abgelenkt. Mit Mutanten, die dich zerfleischen wollen. Du bist sicher, dass du gegen mich schießen willst? Unglaublich.
Oh. Ich sag da jetzt mal nichts, ne? Diese Kisten, die sind so nervig, ne? Wenn die nicht da wären, wäre alles so viel einfacher. Komm, ihr wisst doch, wo ich bin. Ich habe hier so viel lang gemacht. Ja. Jetzt hat dieses Maschinengewehr nicht einfach so in meine Hände fallen lassen sollen. Ich finde das sehr nett und bin sehr dankbar dafür, aber für euch ist das schlecht. So fühlt es sich ja. Gibt her eure Rüstung. Dankeschön. Mal gucken, ob die mich jetzt suchen oder nicht. Ich weiß es nicht, aber Versuch ist es auf jeden Fall wert. Wahrscheinlich suchen sie mich eher nicht. Bin ich aber auch nicht böse drum. Wenn die mich nicht suchen. Ich würde mich hier jetzt gern da. Tschüss! Was man so alles machen kann, wenn man nur endlich viel Schuss hat, ne? 6 Stück hatte ich schon kaputt, das darf man ja auch jetzt hier nicht vergessen. Das heißt aber nicht, ich weiß nicht, wie viele das sind. Ich verkriech mich wieder nach hier hinten erstmal.
Aua. Ja, geflüchtet vor euch, weil... Weg! Okay, ja nicht so ganz weg, aber weg, weg halt, ne? Ich bin halt irgendwie noch da. Boah, von zwei Seiten angreifen wäre ja fast sogar gut gewesen. Das hätte ja fast sogar geklappt. Aber dadurch wieder neue Rüstung von ihm. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Mein Sicherheits-MG hier, das lasse ich nicht mehr los hier. Das ist so unglaublich praktisch. Und dann, wie das Tor auf ist, weiß ich auch, dass da noch einer steht sogar. Der die ganze Aktion, die ich hier betreibe, nicht ganz so super findet. Aber, wie gesagt, ich sehe es halt auch nicht ein. Ich habe hier noch Munition jetzt unendlich viel mit dem MG. Warum soll ich es dann nicht benutzen, ne? Ja, es ist vielleicht lame, aber warum soll ich Munition verschießen? Wie gesagt, ich finde es halt irgendwie, glaube ich, nicht sinnvoll. Wie willst du nicht kommen? Hab unendlich viel Schuss, mein Lieber. Wie ist der denn da eben durchgekommen? Der eine Schuss. Ich habe ihn auf jeden Fall schon einmal getroffen. Ich weiß nicht, ob der sich bewegt oder nicht. Bin ich auch ein bisschen unsicher, weil der Punkt auf der Karte... sich, glaube ich, nicht bewegt. Ich glaube, der ist nicht kompetent genug für die Tür. Wenn ich ehrlich bin. Was ich natürlich nicht so gut finde, weil dann muss ich den nämlich... Das ist halt wirklich zu inkompetent für die Tür, ne? Ich habe ihm geholfen. So. Ja, eure Muni kann ich auch gut gebrauchen. Ist das Cheating, was ich hier tue? Ich weiß es nicht. Nur eigentlich nicht, ne? Ich meine, am Ende nutze ich ja auch nur das, was mir das Spiel gibt, ne? Dass das jetzt halt mal gut für mich ist. Da komme ich ja auch nichts für, ne?
Alter, ey. Das ist wieder so ein beschissener Raum hier, ey. Ich mag diese Räume nicht, weil die so offen sind. Dann siehst du so einen halben Gegner nicht. Ein halber reicht. Da ist ein Health Pack oben drauf, okay. Brauche ich Health Pack? Nö, Health Pack brauche ich nicht, eine Rüstung. Wie kommt man denn da hin? Also, jetzt weiß ich, dass da oben. Also, jetzt mal ohne Kram. Wie kommt man da hin? Wenn an dem Container keine. Also, wenn an dem Container keine Leiter ist, komme ich da jedenfalls nicht hin. An dem wird wohl eine Leiter sein, ne? Weil sonst, wie gesagt, ich würde da nicht hinkommen. Nicht, dass hier einer noch nicht gespawnt ist, da gucke ich jetzt auch mal nach, hier vorsichtig. Warum ist die Cryvision manchmal sofort voll und manchmal sofort einfach komplett leer? Die Frage ist, liegt da unten noch irgendwo Rüstung von denen rum? Da ist aber keine Leiter an den Containern. Kann man das Auto vielleicht da dran fahren und dann, aber das ist voll viel Aufwand für einen Health-Container, aber also für so ein bisschen Leben. Ich meine, ich würde es wohl machen, aber ich brauche es ja jetzt nicht. Hier ist auch nicht mehr so viel, ne? Ich lade das jetzt immer nicht ganz auf. Ich weiß, da muss ich es auch öfter aufladen. Dann müsste ich mal nicht so lange. Ich habe jetzt keine Lust, hier immer so ewig rumzustehen. Nur weil die Vision leer ist. Dabei wäre es jetzt gerade sinnvoll, einfach mal kurz stehen zu bleiben, durchzuatmen und zu warten. Vielleicht kann ich einmal von meinem Getränk sippen in der Zeit. Ja, das kann ich auf jeden Fall. Oh. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen zwar heute nur sehr schleichend Fortschritt. Aber wir machen Fortschritt, ne? Das muss man auch einfach so sagen. Wir machen zwar nur schleichend Fortschritt und nicht so viel, aber wir machen welchen. Komm, ich habe jetzt hier keine Lust, so lange zu warten. Gerade das letzte Ende dauert immer so ewig. Hier ist einfach keiner mehr, komm. Da unten ist noch ein Health Pack. Das war so Rüstung. Ja, hier ist einfach keiner mehr. Gut. Also ich habe es einfach akzeptiert, hier ist niemand, ja? Und hinter der Tür ist dann bestimmt die nächste Party, die ich stürme. Warum auch immer ich das immer machen muss. Oh mein Gott. Wenn da oben ein Health Pack ist, ne? Ne, den kann ich nicht benutzen. Ich bin schon irgendwie neugierig, wie man da dran kommt. Geht die Tür auf? Nein. Gut, das war jetzt auch nur ein Proforma-Test. Ich habe eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass sie aufgeht. Das Health Pack wird Health Pack bleiben. Beziehungsweise Medikit, je nachdem. Was für eine Bezeichnung ihr da bevorzugt. Die wollten diese Monster exportieren? Fragezeichen, weil der Container war ja kaputt jetzt hier. Interessant auf jeden Fall. Hä?
soll ich denn jetzt hin? Ja, ich habe den angeschaukelt. Da habe ich was ich machen muss. Ich bin nicht begeistert. Ich erinnere mich nämlich am Anfang, da hatten wir eine Stelle mit einem Boot. Und jetzt sind wir wieder in einem dunklen Lüftungsschacht. Ich stehe mit dem Boot runterschießen, kann ich mich noch erinnern, weil die war nämlich kacke. Weil das Boot nämlich komisch hin und her gesprungen ist. Wie kein Save Point? Nix? Das machen wir jetzt traurig spielen. Ich bin so nah an dem blinkenden Ding dran und es gibt kein Save Point mehr. Ja gut, dann warte ich jetzt, bis meine Cry Vision fertig ist und dann rennen wir da wieder weiter. Also beziehungsweise wir rennen nicht weiter, wir spielen weiter. Durchrennen mache ich nicht. Das wäre mir zu... Ja, nee, das ist mir zu... Das mache ich nicht. Durchrennen ist blöd. Auf Durchrennen habe ich keinen Bock. War das gerade ein Safe Point? Oder war das ein Druck da drauf? To call the elevator. Möchte ich den Elevator callen oder möchte ich erst hier einmal mich umgucken?